Auch im Behindertensport kämpfen die alpinen Skifahrer um Staatsmeistertitel, und zwar in Hinterstoder in Oberösterreich. Ähnlich wie bei den Weltcup-Stars ist auch bei den Körper- und Sehbehinderten der interne Konkurrenzkampf im Lager der Österreicher groß. Die Idylle im Stodertal trügt. Auch bei den 69. offenen Staatsmeisterschaften liefern sich die Sportlerinnen und Sportler einen beinharten Kampf um Hundertstel Sekunden. Athleten aus 12 Nationen sind am Start und die Österreicher geben den Ton an. In der Kategorie Stehen sichert sich Andreas Kurz den Super-G-Titel. Der mit einer Unterschenkelprothese fahrende Salzburger gewinnt das Österreicher-Duell gegen seinen Landsmann Josef Schösswenter um 28 Hundertstel und will sich zukünftig auch für höhere Aufgaben empfehlen. Ihre großen Ziele waren schon, mal für ein großes Ereignis zu qualifizieren, also für WM oder Paralympics. Das war halt natürlich schon ein schwer motiviertes Ziel, ist, was man zuerst einmal erreichen muss in Österreich, dass man sich überhaupt qualifizieren kann für sowas. Ob junges Nachwuchstalent wie die Tirolerin Eva-Maria Jöchel oder im besten Skifahreralter wie Landsmann Simon Wallner. Weltmeisterschaften und vor allem die Paralympics sind bei allen das große Ziel. Simon Wallner sichert sich vor dem Spanier Juarez Espaillargas seinen ersten Super-G-Staatsmeistertitel in der Kategorie sitzend. Also ist echt ein gutes Gefühl, also erster Titel. Man freut sich natürlich voll, es war nicht einfach zum Fahren heute, aber ja. Das ist natürlich motivierend für die kommende Saison, auf jeden Fall. Kann man da gleich was mitnehmen für das große Ziel nächstes Jahr, weiß man ja, 2018 Paralympics? Ja, das ist das große Ziel, genau. Ja. Also da nimmt man sicher ein bisschen was mit und überall ein bisschen was mitnehmen und dann im Herbst wieder mit dem Aufbau beginnen, auch mit dem Training, und dann geht's los, dann vollen Fokus auf Olympia. Mein größtes Ziel ist auf alle Fälle 2022 die Paralympics und natürlich auch teilnehmen beim Weltcup, beim Europacup, das sind so die nächsten Ziele. Beeindruckend sind die Leistungen bei den Sehbehinderten, die sich fast ausschließlich auf die Kommandos der vorfahrenden Betreuer verlassen müssen. Wie hier der vierfache Staatsmeister Christian Hesch aus Oberösterreich, der Zweiter wird. Beim Fahren ist es eigentlich so, dass ich gar nicht auf die Tore schaue, sondern nur den Rücken vom Siege fixiere und Abstand so gering wie möglich. Sobald der Abstand um einen Meter oder zwei größer wird, ist schwierig, verschwimmt alles und dann pfeife ich mal kurz zurück und dann geht es wieder voll weiter. Geschlagen wird Hesch nur von diesem Kärntner mit lediglich 5% Sehstärke. Gernot Morgenfurt hat erst mit 50 Jahren wieder begonnen, Rennen zu fahren und holt sich seinen bereits 6. Staatsmeistertitel. Ich habe als Kleiner eigentlich schon Skifahren gelernt und bin in der Jugend auch im Kärntner Team und also im ÖSV-Team schon einmal gefahren, eben mit dem Asinger damals zum Beispiel. Und das war dann einfach, man hat das gut trainiert. Und ich habe jetzt einfach gesagt, Alter, ich rufe das wieder ab, was der Körper eigentlich schon gespeichert hat. Und damals war es immer ein bisschen ein wilder Hund gewesen und jetzt sind wir halt mit über 50. Nicht? Bleibt eigentlich nur mehr eines zu sagen: Respekt, Hut ab und weiter so. Ja,